Hallo, ich freue mich wie immer sehr, dass ihr wieder dabei seid. Und heute möchte ich mit euch Natur pur auf meinem Tisch bringen. Ja, insofern, ich war mal wieder spazieren, was ja gar nicht so selten vorkommt, und habe mir ein paar tolle Sachen aus der Natur mitgebracht. Und ja, ich hätte liebend gern diesen Unterteller oder diesen Platzteller dafür genutzt. Jedoch ist es so, dass man oftmals schauen muss, was bringe ich auf. Und wenn ich jetzt zum Beispiel diesen Topf wähle, ist es nicht wirklich so, dass es miteinander richtig schön harmoniert. Insofern habe ich mich für einen ganz, ganz schlichten weißen Unterteller entschieden. Manche haben sowas in der Küche, kann man auch. Kann theoretisch auch wirklich ein Pizzateller sein. Ich bin mir gar nicht sicher. Für mich ist es eigentlich schon immer ein Dekoteller gewesen. Ja, jetzt nehmen wir halt den. Und ich finde, auf diesen kann man sich so richtig schön austoben, farblich und auch Naturdinge einbringen, die ja stimmig zum Teller passen. So, das erste steht schon einmal. Das lasse ich auch einmal drauf stehen. Ich habe mir so einen künstlichen. Also ich glaube, die Birkenrinde ist schon echt. Die wurde halt auf so einem Topf aufgebracht. Ich glaube, vielleicht wurde die Birkenrinde tatsächlich auch einfach nur umgewickelt. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe ihn fertig gekauft, finde ihn aber sehr, sehr hübsch. Und dort werde ich eine Glockenblume reinsetzen. Die habe ich mir vom Markt mitgebracht. Und ja, die fand ich ganz, ganz hübsch. Das ist eine Polsterglockenblume, soweit ich weiß. Auch einmal schon gut. Also genässt, einmal gut getränkt, dass ich jetzt nicht sofort nachgießen muss. Und beim Gießen wäre ich auch recht vorsichtig. Ich würde schon den Topf abnehmen, die Glockenblume gießen, ablaufen lassen und wieder reinstellen. So. Und viel habe ich hier tatsächlich auch gerade gar nicht liegen, wie ihr seht. Also es geht wirklich ja, recht fix. Ich habe mir diesen riesengroßen, wunderschönen Ast aus dem Garten meiner Kinder mitgenommen. Das ist ein von einem Kirschbaum oder von einem Apfelbaum, ich bin mir nicht sicher, aber von einem Obstbaum ein Ast. Die haben da ordentlich Bäume zurückgeschnitten und auch, glaube ich, einen versetzt. Und von dem her habe ich mir dieses Stück geschnappt, weil ich fand das richtig, richtig schön. Jetzt muss es nicht so einer sein wie aus Schwiegermutters Garten, in meinem Fall aus Kindergarten. Kindergarten, das klingt ja aus dem Garten der Kinder, aus dem Kindergarten. Tatsächlich muss das jetzt nicht so ein Stück sein. Wenn ihr in der Natur mal richtig Ausschau haltet, da findet ihr auch sowas. Also auch den fand ich richtig toll. Den fand ich jetzt für meinen Teller zu klein. Also manche würden jetzt sagen, boah, ich hätte lieber den kleinen genommen, der ist ja viel zu groß. Gerade den großen finde ich jetzt richtig, richtig klasse. Also ich habe bewusst mich für den großen entschieden. So, nun haben wir hier noch ein richtig süßes Vogelnest. Und für mich haben Vogelnester nicht zwingend was mit Ostern oder so zu tun, sondern definitiv gehört es für mich zur Frühlingszeit dazu. Die Vögel, die haben sich jetzt ihre Nestchen gebaut und sind stark am Brüten und am sich liebhaben. Also auch unser Vogelhaus ist nett untervermietet. Bin gespannt. Also Kohlmeisen haben sich darin eingenistet. Also wie jedes Jahr eigentlich. Und ich bin mega gespannt, wann die Kleinen schlüpfen werden. Dann hört man sie ja auch immer ganz deutlich. So, dann habe ich mir hier noch ein paar Eierchen bereitgelegt, weil ich ehrlich finde, das gehört irgendwie, also für mich gehört zum Frühling dazu. Das ist für mich nicht nur Ostern, sondern tatsächlich Frühling. Wer mag, kann da jetzt auch noch irgendwie ein kleines Federchen mit reingeben. Dann sieht das aus, als wenn Mami gerade da war und ein Federchen verloren hat. So, jetzt kann man dahergehen und sich aussuchen oder sich austoben mit zwei verschiedenen Farben. Und ich bin mir ehrlich auch noch nicht ganz sicher, wie ich es haben möchte, ob ich jetzt hier mich ein wenig im Rosaton austobe. Ich habe hier eine rosane kleine Vase mir bereitgelegt und ich habe mir von einer japanischen Nelkenkirsche, so heißt der Baum, wusste ich auch nicht, mal so eine Blüte mitgenommen. Auch das ist im Vorbeigehen mal richtig fix gemacht. Und dazu kann ich mir vorstellen, ich hoffe, ich bin noch ganz im Bild mit meinem Teller. Ja, und da kann ich mir vorstellen, wirklich zwei kleine
rosane Teelichtgläser mit reinzugeben. Und dann hat man nochmal so ein Farb-Wow. Oder man sagt, nee, rosa ist eigentlich nicht so meins. Da kann man auch ganz schlicht bleiben. Und habe hier eine ganz schlichte Vase. Und da habe ich mir auch einfach nur aus der Natur kleine Ahornzweige abgeknipst. Und dieses hier bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, das ist Traubenkirsche. Aber ich bin mir nicht wirklich sicher. Ich ziehe das mal ein bisschen ran, dann könnt ihr es ein bisschen besser erkennen. Ich hoffe, ja. So, das wäre jetzt Variante 2. Und ich glaube, ich bleibe tatsächlich bei Variante 2. Finde, das war mit der japanischen Nelkenkirsche total niedlich und werde sie mit Sicherheit woanders aufbringen. Vielleicht mal einen kleinen Moment. Ist ja nicht so, dass man nichts hat. Vielleicht einfach nur auf meinem kleinen Platzteller für meinen kleinen Tisch. Ich zeige euch das mal eben. Und schon kann man auch dieses wunderschön. Und da kann man theoretisch, wenn man mag, mal schauen, vielleicht sogar auch den mit einbringen. Ja, müssen wir mal schauen. So, ja, so gibt es ein schönes Bild daher. So kann man den kleinen Ast mit einbringen. Das wäre jetzt auch noch mal so eine Variante. Also wie ihr seht, geht einfach mal raus, bringt euch Dinge von draußen mit, die euch gefallen, und es liegt zuhauf draußen rum. Ach, zu diesem Vogelnest möchte ich jetzt aber noch mal sagen, das habe ich jetzt nicht irgendeinen brütenden Vögelchen unterm Popo weggenommen. Nein, das habe ich tatsächlich schon sehr, sehr lange liegen. Das hat mal der Wind vom Baum geweht, und von daher, ja, sind das so Fundstücke, die man draußen findet, die man mit nach Hause nehmen kann, ohne dass es, ja, dass es jemandem fehlt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Viel, viel Freude. Es muss jetzt nicht so ein Vogelnest sein. Es kann theoretisch auch ein bisschen Heu oder Einstreu, in einer Schale sein. Also guckt einfach mal, was ihr da habt und was ihr so mögt. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Viel, viel Freude damit. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal ganz einfach wieder mit dabei seid. Bis dahin. Ciao, ciao, sagt eure Deko-Jana.